Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Heute möchte ich dir erklären, was es mit Neutralgrau, Mittelgrau, Mitteltönen oder diesen ominösen 18%, auf die man immer wieder stößt, was es damit auf sich hat. Dieses Hintergrundwissen soll dir im Umgang mit Darktable, aber vielleicht auch bei deiner Fotografie helfen. Wenn man das einmal verstanden hat, ist es eigentlich ganz simpel. Und ich versuche es auch so einfach wie möglich zu erklären. Also viel Spaß. Also grundsätzlich muss man erstmal verstehen, warum wir überhaupt etwas sehen können und wie das menschliche Auge Helligkeit wahrnimmt und natürlich wie die Kamera bzw. digitale Sensoren Helligkeit wahrnehmen. Und dazu habe ich einfach mal eine kleine Grafik gebastelt. Also ich habe dieses Bild hier selber gemacht, sieht man, ist nichts Besonderes. Es soll einfach nur zur Veranschaulichung und zur Erklärung dienen. Also ein Leuchtmittel, hier jetzt die Sonne, die strahlt ein Objekt an. Ja, das hier sind die Sonnenstrahlen, die strahlt ein Objekt an. In dem Fall ist es eine Pflanze. Und das Licht, das reflektiert wird von dem jeweiligen Objekt, also hier von der Pflanze, ja, die Reflexion, das ist das hier, das erkennt das menschliche Auge. In dem Fall erkennt das Männchen eine Pflanze. Und genau darum sehen wir überhaupt etwas. Beziehungsweise, was wir genau sehen, sind lediglich die Reflexionen des jeweiligen Objekts. Und weil wir eben gelernt haben, wie man dieses Objekt benennt, oder was es eben ist, darum können wir auch sagen, es ist eine Pflanze. Oder es ist ein Haus, ein Auto, wie auch immer. In einem stockdunklen Raum, ohne jeglichen Lichteinfall, da kann sonst noch was in dem Raum drinstehen. Wir erkennen das eben nicht, weil nichts reflektiert. Das einfach mal so hinnehmen. Wahrscheinlich weiß es eh jeder. Ja. So, in der Fotografie sieht es eben so aus. Ich hatte bei der Aufnahme die Sonne im Rücken. Die strahlt hier auf das Schilf. Die Reflexionen kann mein Auge erkennen und ich weiß, das ist Schilf, also drum sehe ich das. Würde das Männchen hier auf der rechten Seite stehen, würde es im Prinzip gegen die Sonne fotografieren. Und auf dieser Seite falle weniger Lichtstrahlen ab. Das sieht in der Fotografie dann so aus. Ja, also die Sonne war hier links oben. Ich habe im Prinzip gegen die Sonne fotografiert und drum erscheint das hier einfach dunkler. Und wie gesagt, ich spreche jetzt hier rein nur vom Sehen und auch nur vom Licht. Also es geht nur darum, wie man das jetzt sieht. Ja? Also nicht, was ich hier aufgenommen habe, sondern einfach nur vom Sehen und von der Helligkeit. Also hell-dunkel, schwarz-weiß. Es hat erstmal keinen Einfluss auf die Farbe. Das behalten wir uns auch einfach mal im Hinterkopf. Die Kamera bzw. der Fotosensor kann ja Licht sammeln. Das heißt, hätte ich die Aufnahme mit einer längeren Belichtungszeit gemacht, würde das Schilf auch heller werden. Sicherlich, der Rest würde ausbrennen, aber darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, längere Belichtungszeit, das Objekt würde heller werden. Jeder kennt es. Man geht nachts spazieren und obwohl sich die Augen irgendwann an die Dunkelheit gewöhnen, wird ein Objekt, das ich länger anschaue, nicht automatisch heller. Also was ich damit sagen will ist, im Vergleich zu der Auge, also zum menschlichen Auge, kann ein Fotosensor Licht sammeln und das kann das menschliche Auge eben nicht. Jetzt, wie nimmt das menschliche Auge die Helligkeit wahr und wie macht es unsere Kamera bzw. der Fotosensor. Dazu muss man zunächst mal verstehen, dass Helligkeit und natürlich auch Dunkelheit subjektive Eindrücke unserer visuellen Wahrnehmung sind. Und es ist auch von Mensch zu Mensch verschieden. Das menschliche Auge sieht schwarz und weiß und das, was in der Mitte liegt, ist für uns grau. Diese Wahrnehmung verläuft dabei aber nicht linear, sondern logarithmisch. Und ist auch keine physikalische Größe. Damit ein digitaler Sensor Helligkeit erfassen kann,
und auch verarbeiten kann natürlich, braucht es dafür erstmal eine physikalische Größe. Diese physikalische Größe, die man hier nutzt, nennt sich Leuchtdichte, vielleicht besser bekannt als Luminanz. Die Leuchtdichte beschreibt die Lichtmenge, die von einem Objekt abgestrahlt wird. Also das, was wir sehen. Ja, ich gehe nochmal zurück auf dieses Bild. Also das hier, was hier abgestrahlt wird, das kann erfasst werden, beziehungsweise das wird erfasst und wird als Leuchtdichte oder Luminanz bezeichnet. Und diese physikalische Größe gehört zu den photometrischen Größen und hat, also da gibt es mehrere Einheiten, mehrere Größen, aber die Luminanz bzw. die Leuchtdichte hat von all diese photometrische Größe den nächsten Bezug zu unserer optischen Sinneswahrnehmung. Wenn du jetzt mehr über diese photometrische Größe wissen willst, dann schaust du am besten mal im Wikipedia den Artikel dazu an. Ich verlinke den unten in der Beschreibung. Der heißt Photometrische Größe und Einheiten. Und im Vergleich zur logarithmischen Helligkeitswahrnehmung des menschlichen Auges arbeitet die digitale Sensor eben linear. Und dazu möchte ich dir folgende Grafik zeigen. Also was man hier sieht, ist auf der senkrechten Achse die Helligkeit, so wie wir sie wahrnehmen. Von 0% ganz dunkel, also schwarz, bis 100% ganz hell, also weiß. Auf der waagrechten Achse ist die Leuchtdichte, also die Luminanz, so wie sie von digitalen Sensoren, wie sie in unserer Kamera stecken, wahrgenommen wird, beziehungsweise so, wie sie physikalisch korrekt ist. Und die Kurve beschreibt im Prinzip die Wahrnehmung der Helligkeit des menschlichen Auges. Wie man jetzt eben sieht, erkennen wir bei etwa 50% Helligkeit grau. Und umgesetzt auf die physikalisch korrekte Größe, also die Leuchtdichte bzw. Luminanz, ist man hier eben erst bei etwa 18%, was das mittlere Grau hier ausmacht. Das bedeutet, wenn also ein Objekt nur 18% des Lichts reflektiert, erkennt die Kamera bzw. der Sensor neutral grau. Um ganz genau zu sein, muss man sagen, dass man eigentlich bei 17, noch was Prozent wäre. Man hat es aber zur Vereinfachung auf 18% gerundet. Und dieses Neutralgrau ist ein Grauton, bei dem alle Farben des Spektrums gleichwertig sind. Also es hat keinerlei Farbstich. Als Webfarbe wäre das Neutralgrau in RGB-Werte 128, 128, 128 oder als Hexwert 80, 80, 80. Du kannst ja mal vielleicht mit GIMP oder wo auch immer, wo man Farbe auswählen kann, die einfach mal die Werte eingebe und gucke, was das für ein Grauton ist. Bitte beachte aber, wenn dein Monitor nicht kalibriert ist, wird es kein exakt genauer Wert sein. Aber grundsätzlich, so als Richtung, damit man ungefähr mal ein Gefühl dafür hat, ist es schon mal ganz gut. Und nun ist es eben so, dass die Belichtungsmesser in den Kameras auf den Wert 18% hin kalibriert sind, sodass bei einer Szene, also einem Bild mit durchschnittlicher Helligkeitsverteilung, die Einstellwerte passend sind. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was hat das alles mit Darktable zu tun, beziehungsweise wo ist da der Bezug dazu? Und genau dafür wechseln wir jetzt mal zu Darktable. So, hier habe ich das Bild, das ist aus dem letzten Video noch bekannt. Das dient jetzt einfach mal hier so als Anschauungsobjekt. Und wenn man jetzt mal in das Modul Filmic RGB reingeht, dann sieht man hier eben diese 18%. Das ist dieser orangene Punkt. Mit dem Modul Filmic RGB kann man ja den Dynamikumfang komprimieren. In meinem Video zum Modul Filmic RGB habe ich dazu ja bereits schon was gesagt und erklärt.
egal, was man mit dem Dynamikumfang macht, wenn man den weiter komprimiert oder eben dekomprimiert, die 18% als Wert für das mittlere Grau bleibe, verschiebe sich aber zu heller oder zu dunkler, eben wie gesagt, je nachdem, ob ich den Dynamikumfang komprimiere oder eben dekomprimiere. Einfach nochmal das Video zum Modul Filmic RGB anschaue. Ich hatte zu Beginn gesagt, dass es auf Farbe keinen Einfluss hat, dass sich das Ganze ja auf die Helligkeit bezieht, also die Luminanz oder eben die Leuchtdichte. Wenn ich jetzt hergehe und ich mache bei der Farbkalibrierung, gehe ich mal auf Grau und ziehe das hier mal auf, so mal bei Filmic schaue, da bleibt dieser Wert, egal ob es jetzt ein Schwarz-Weiß Bild ist oder nicht. Ich schalte das mal, die Farbkalibrierung mal aus. Sieht man es besser? So, Farbkalibrierung an oder aus. Ja, es betrifft rein nur die Helligkeit, also diese 18% oder alles, was ich hier jetzt erkläre, sind nur die Helligkeit betreffend. Egal, ob ich Farbe im Bild habe oder nicht. Also es ändert sich nichts am Histogramm. Dieses Histogramm hier oben, das berechnet im Prinzip die Helligkeitsbestandteile. Dadurch, dass ich jetzt ja weniger wirklich helle Farbe drin habe, wird sich das hier auch verändern. Das hat aber nichts mit der Helligkeit vom Bild an sich zu tun. Das nur nochmals eben zu dem Satz, dass die Farbe da dabei jetzt keine Rolle spiele. So, und wenn man dann noch im Modul Farbbalance RGB in den Reiter Maskierung geht, dann sieht man hier bei Mittelgrau-Referenz für Maskierung eben 18,45%. Das ist im Prinzip dieser kleine Bereich hier, der die Mitteltöne angibt. 18,45%, das wurde so durch die Darktable-Entwickler eben angepasst. Wenn es dich interessiert, warum das hier mit 18,45% gerechnet wird, dann einfach mal an die Darktable-Entwickler bzw. an die Entwickler für Farbbalance RGB, das ist, glaube ich, Aurelien Pierre, er ist da der Hauptverantwortliche, einfach mal frage, warum dieser Wert genommen wird. Ansonsten sehe, hinnehme und akzeptiere und gut ist. Also immer, wenn man von Neutralgrau spricht oder irgendwo diese 18% auftauche, dann weißt du jetzt, wovon da die Rede ist oder was da gemeint ist, beziehungsweise wie das zustande kommt. Und damit soll es das dann nun aber auch zum Thema Neutralgrau gewesen sein. Ich hoffe, du kannst mit dem Video was anfangen und es hilft dir bei deiner Arbeit mit Darktable und vielleicht auch bei deiner Fotografie weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und es freut mich natürlich auch, wenn du einen Kommentar da lässt. Und natürlich freue ich mich dann auch, wenn ich dich das nächste Mal hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video wieder begrüßen darf. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine gute Zeit, bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.